Heute backen wir Kirschpistazienkekse. Dafür brauchen wir kalte Butter, Puderzucker, Mehl, gehackte Mandeln, Belegkirschen in Rot, gehackte Pistazien und ein Eigelb. Das Einzige, was an diesem Teig ein bisschen Arbeit macht, sind halt die Belegkirschen. Die sind so super klebrig und die müssen wir aber klein hacken. So. Meistens mache ich so, dass ich sie erst schneide. So in Scheiben. Und dann einmal überhacke. Das ist eine sehr klebrige Angelegenheit. Ihr müsst immer wieder die Belegkirschen vom Messer runter nehmen. Fertig ist es dann, wenn es ungefähr die gleiche Größe hat wie die Pistazien und die Mandeln. Zurück in die. Und dann brauchen wir bloß noch den Teig verkneten. Dazu gebe ich, heute mache ich es mal auf meiner Arbeitsfläche. Sonst benutze ich ja immer eine Rührschüssel zuerst. Aber heute mache ich es einfach so. Wie gesagt, Mehl in die Mitte. Dann siebe ich meinen Puderzucker oben drüber, damit ich nicht so viele Klumpen da drin habe. Ja. Dann gebe ich immer die Butter drauf. Und mein Ei. Und der Rest kommt gleich erst dazu, wenn der Teig schon soweit fertig ist. Das ist eigentlich immer ganz einfach, wenn man zuerst die Butter so ein bisschen zerquetscht und mit Mehl ummantelt und dann immer wieder anfängt, man macht das so, dass das dann hinterher so kleine Streusel werden, Buttersträusel, und dann nach und nach halt das Mehl einarbeitet. Dann hat man auch nicht so viel unter den Fingernägeln. Du kannst auch so reiben. Das funktioniert auch. Wenn der Teig dann relativ gut zusammenhält, das muss noch nicht alles ganz, ganz soft und weich sein, dann geben wir unsere restlichen Zutaten dazu und arbeiten die mit ein. Sollte es zu klebrig werden, kann man noch ein bisschen Mehl dazu geben. Werde ich mir gleich erst noch holen. Und nie zu viel auf einmal, immer nur ein bisschen. Sonst wird er nachher so bröckelig. Wenn ich meinen Teig dann fertig geknetet habe, forme ich den zuerst zu einer Rolle. Das ist nicht so viel Teig, da kann man genau eine Rolle von machen. So, dann lege ich mir das auf eine Frischhaltefolie.
Rolle das ein und forme es dann zu einer Dreiecksrolle, also so, dass ich hinterher Dreiecke davon abschneiden kann. So. Oben mit den Daumen immer die Spitze formen, dann rumdrehen, die nächste Spitze nochmal formen. Das Flache geht von ganz allein durch den Druck vom Teig, wenn man es dann umdreht. So, und dann habt ihr gleich eine dreieckige Form. So kommt dann die Teigrolle erst noch in den Kühlschrank, bis es schön hart ist, ungefähr eine Stunde. Wenn der Teig dann schön fest ist, rollen wir ihn aus, beziehungsweise aus der Folie, also wir rollen nicht den Teig aus. So, und wir sind dabei vorsichtig, dass wir nicht auf diese Kanten schlagen, weil sonst ist unsere Form hin. Und das wollen wir ja nicht. So, dann schneiden wir. Die Endstücke sind immer nicht so schlimm, die schneide ich dann meistens etwas dicker ab. So, etwas krumm und schief. Die backe ich trotzdem mit, die kriegt dann immer meine Tochter als allererstes. So, und dann ungefähr halben Zentimeter dick alle. Und auf ein Backblech oder eine Backmatte legen. Jetzt, wo meine Kekse auf der Backmatte sind, möchte ich euch nochmal die Oberfläche zeigen. Ich finde nämlich, gerade bei geschnittenen Keksen, sieht das immer besonders schön aus. Und man kann genau erkennen, was halt drin ist. Und dass es auch beim Backen halt hinterher auch noch sichtbar ist. Zum Backen kommen sie dann natürlich in unseren vorgeheizten Ofen. Und 10 Minuten später sind sie dann auch fertig. Die sollten nicht zu dunkel werden. So. Weil nur wenn sie hell bleiben, kann man hinterher auch schön die Farben von den Pistazien und den Belegkirschen noch sehen. Jetzt lasse ich die noch 1-2 Minuten auf der Backmatte und dann tue ich sie zum ganz Abkühlen auf den Kuchenrost. So, die sind schon abgekühlt. Die zweite Ladung ist schon drin. Und ich kann euch jetzt mal zeigen, was ich eben mit den geschnittenen, also dass geschnittene Kekse schöner aussehen als zum Beispiel ausgerollte, was ich damit meinte. Das hier ist zum Beispiel das Endstück. Da kann man fast gar nicht sehen. Der nimmt mir nicht, ist ein bisschen unscharf. So. Da kann man fast gar nichts drin sehen von den Pistazien oder auch von den Belegkirschen. Und im Gegenzug, so, das geschnittene. Da kann man viel mehr davon erkennen. Das sieht halt viel schöner aus. So, verpacken kann man die halt ganz einfach wieder in Keksdosen oder luftdicht verschließende Dosen mit Backpapier dazwischen. Ja, und dann sind sie fertig. Mhm.